herzlich willkommen in der nächsten weiteren Folge von Days Go. Voilà. Ah, nächste Mission. Nächste Mission. Hier eine Mission für mich. Gepaart. Wie? Ein Jeep verfügbar. Muss ich halt raus. Aus dem Camp. So, jetzt kommt bestimmt irgendwas. Muss mich nur im Kreis drehen, gleich kommt was. Seht ihr das an der linken Hand? Also nach links und rechts lenkt er, warte mal. So, so irgendwie noch. Ja, wenn ich einzeln aufs Gas drücke, dann sieht man das. Haben die auch übernommen. Links ist Bremse. Haben die eine Sache übernommen hier? Ja, scheint so. Sind wir uns auf der Karte? Sich sowieso noch ein bisschen im Kreis drehen, dann kommt die nächste Mission. Verdammt. Boah. Alter. Schreck halt noch schneller, Alter. Meine Fresse, Digga. Schreck halt noch heftiger. Sie muss gleich kommen. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Schizo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Oh, ja. Ja, okay. Deacon Ende. Ein paar Minuten drauf dauern. Na dann, was hast du für mich? Hey Ricky, du hast einen Job für mich? Hey Deke, ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley? Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Hingucker. Ja, klingt so.
Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camp-Punkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Ah, Sekunde okay. Mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ach, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Ach, das ist Krass. Ekelhaft. Jetzt habe ich zwei Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deke. Ja. Also wenn Rick gesagt, sei vorsichtig, dann ist da was dran. Andere Seite. Dann springen doch mir die anderen Trotteln aus dem Weg. So. Ali, hörst du mich? St. John an Lost Lake Krankenstation. Komm. Weg. Oh. Ich bin vorsichtig mit dem Spiel, weißt du? Alles klar. Was gibt's denn? Bruce. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man nicht aus. Weg, Doch ein Radiosender. Ich meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Hand, sonst was passiert. Bist du? Ach, wo soll ich? War bestimmt lustig, mich festzuhalten, Bert. Hey, Ricky, ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Was ist da los? Mach sie fertig! Sind Leute von uns da? Nein, ich glaub nicht. Mach ihn fertig! Ich werde die Kriegs abknallen. Keine Sorge, ich finde den Krieg am dicken Ende. Okay, wo zur Teufel steckst du? Gabler. Oh, ja, sie töten Kabler. Okay, was ist das? Oh, Tabak. Okay, ja, ja, Zigaretten. Ja. Seh dich da drüben. Stiefelabdrücke. Die sehen aus wie die Art Spuren, die schicke Kaufmannsstücke machen. So, ich bin da jetzt zu schlecht. Ach ja. Das ist Tabaksaft. Wenn beide hier wissen, Regel. Mehr Stiefel. Okay, hier lang. Freak! Ach hier. Okay. Was ist da drin? Ja, davon.
Stiefelabdrücke. Stiefel am Mord. Was zum Teufel? Weg hier! Immer bleibst du von mit Splittergranaten. Ich bin noch hin, warte mal. Hier hinten, okay. Alles verbarrikadiert, Digga. Eine blöde Aufgabe, sag mir doch einfach, wo es ist. Die Tücher, die hinten nach dem Töten. Wo denn hin? Das ist die Frage. Was war denn das? Ein Krankenhaus? Fest verriegelt. Aha.
Einzige, was fest verriegelt war. Seltsam. Okay. Mehr Spucke. Gebiet ist auch noch sehr groß. Niedere Verbände, sterile. Habe ich die Tür nicht hier geöffnet gehabt? So, nicht sowieso sehr seltsam mit diesem Haus. Ist das wieder du? Ah ja, was ist denn das? Ah ja. Schießt wieder jemand. Katze. Eine Horde? Vielleicht in einer dieser Hütten? Ja, hier. Warte mal. Hm.
irgendwie aus diesem Mist-Scheiß. Ich war so wie an wie ein GTA, Digga. Irgendwo am Arsch der Welt, Alter. Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Komm. Dick. Hey. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Loser. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man nicht aus. Dick, Eddie meinte, du hast mir das Leben gerettet. Das Anti. Was ist was passiert? Was denn? Ach, du sag ich. War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack eine Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, los, Mann. Das weiß ich noch. Ich spür's. Immer noch. Das Messer. Schlimmer als Ripper. Nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Loser. Das ist erledigt, vorbei. Ach, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Okay, ich würde sagen. Hör zu, Busa. Ich würde sagen, wir machen hier in der Situation jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, in Days Gone ein bisschen mehr splatten. Ja, bis gleich. Tschüss.